Hast du dich schon mal gefragt, was die eine Sache sein kann oder ist, die alles beeinflusst, was in deinem Leben passiert? Und vielleicht hast du schon mal was von Human Design gehört und dich auch gefragt, wie Human Design dir helfen kann, dein Familienleben harmonischer zu gestalten, um letzten Endes auch innerhalb deiner Familie zum Lebensmotto zu machen, die Lebensfreude. Dann bist du hier genau richtig und herzlich willkommen zur kleinen Vorschau zum Tag 4 des großen ersten Familie der Zukunft Online Summit, der bald an den Start geht und zwar am 20. Januar. Und heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die wunderbaren Sprecher, die wir am Tag 4, also am 24. Januar am Start haben. Und zwar sind das Bianca Gutgesell und Jens Tell, Madeleine Fausch und Leonie Malinowski. Und mit Bianca Gutgesell und Jens Till haben wir uns darüber unterhalten, was wirklich Beweggründe sein können, ins neue Leben zu switchen, also wirklich was im Leben zu verändern. Wie man ein bewusstes Umdenken in den Flow bringen kann, also wie bewusstes Umdenken wirklich geschehen kann, wie das vonstatten gehen kann. Und was dabei wirklich eine sehr, sehr große Befreiung auch sein kann. Wir haben mit Ihnen auch darüber gesprochen, was Freiheit auch mit Loslassen zu tun hat und was ein Schlüssel sein kann für ganz, ganz viele Bereiche des Lebens und natürlich auch, wenn man im Hinblick auf die Paarbeziehung mal ein Auge drauf wirft, was sollte Frau und Mann sich im Vorfeld überlegen, was sollte man sich überhaupt überlegen, also beide, auch innerhalb der Familie, bevor man überhaupt auswandert. Und natürlich auch, was ist eine wirklich förderliche Kommunikation innerhalb der Beziehung untereinander? Genau. Mit Madeleine Fausch haben wir darüber gesprochen, wie du deine Potenziale erkennst und diese auch nutzt und warum klare Ziele auch wirklich wichtig sind. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie du eine wirklich liebevollere Herzensverbindung zu deiner Familie schaffst und auch hältst. Bei Madeleine Fausch geht es auch um Human Design, wie Human Design dir wirklich hilft, dein Familienleben harmonischer zu gestalten und auch, wie du als Elternteil deinen eigenen Weg gehst, ganz wichtig, ohne die Familie zu vernachlässigen, sodass letzten Endes aber auch die ganze Familie mit im Boot ist. Bei Leonie Malinowski, da ging es um das Thema, was ist Familienaufstellung? Wie kann Familienaufstellung dir helfen? Wie sieht ein optimales Familiensystem energetisch überhaupt aus? Das ist ja alles eine große Energie. Wie schaut ein optimales Familiensystem energetisch aus? Und was ist die eine Sache, die wirklich alles beeinflusst in deinem Leben? Und es geht auch darum, wie kann ich beruflichen Erfolg und ein entspanntes, glückliches Familienleben miteinander kombinieren? Also du merkst schon, ein ganz, ganz breites, tiefgehendes Potpourri bei diesem großen Familie der Zukunft Online Summit. Du findest in der Nähe von dem Video den Link. Sichere dir dein Freiticket jetzt, damit du am 20. Januar gleich zum Start auch mit dabei bist, nichts versäumst. Am 19. Januar wird es noch online eine mega große Online-Eröffnungsparty geben. Und was unsere wunderbaren Sprecher an Tag 4 noch dazu zu sagen haben, das schau dir jetzt auch unbedingt noch an. Ja, sei herzlich willkommen, du lieber Zuschauer, zum Familien der Zukunft Online Summit. Ich bin mir wirklich ganz, ganz sicher, dass du hier so viele wertvolle Tipps, von welchen Experten wirklich immer, du mitnehmen kannst auf deinem Weg, um endlich loszugehen. Es wird dir so vieles vorgestellt und ich danke. Ich sage einfach danke. Danke, dabei zu sein. Ja, also ich sehe das ähnlich wie Bianca. Schau dir dieses reichhaltliche Angebot an, schau, mit wem du in Resonanz gehst und dann komm ins Tun, komm in die Veränderung, komm in die Umsetzung. Ja? Ich habe früher selber Online-Kongresse veranstaltet und ich habe sehr oft wahrgenommen, dass Menschen ganz viel Wissen aufsaugen, ja? Aber
über dieses Stadium nicht hinauskommen und dann wird sich nicht viel für dich verändern, weil nur angewandtes Wissen wirklich für dich praktischen Nutzen hat. Deswegen, wenn du den Ruf in deinem Herzen spürst, dass du Veränderungen möchtest, dann folge dem. Nimm dir die Inspirationen aus diesem Online-Kongress, aus diesem Summit mit und dann geh deinen Weg. Aus deinem Herzen raus. Ja. Genau. In diesem Danke. Sinne, ganz viel Spaß und sei dabei. So, ich möchte euch einladen, bei diesem Online-Summit, der bald stattfindet, dabei zu sein, weil ich finde es einfach mega stark, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich freue mich riesig, mein Wissen über Businessaufbau, Human Design, wie ich mein Human Design lebe in der Familie, was ich an Familien und Kinder weitergebe, mit euch zu teilen. In dem Sinn, wir sehen uns bald beim Online-Summit. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich unglaublich, dass du Teil dieses Summits bist. Und in diesem Interview gibt es so viele Shifts, wie ich heute mit 35 Jahren dreifache Mama, Ehefrau, Millionärin und Mentorin bin, Mindset-Mentorin, und was ich in dieser Reise von damals Essstörungen, Magersucht, Bulimie, Depression, Unfruchtbarkeit, was ich alles shiften durfte, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Und das gebe ich dir alles gerne mit, wie ich meine Kinder begleite, damit auch du das in deinem Leben kreieren kannst. Viel Spaß bei diesem Summit.